Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Disney Dreamland Valley Video. Heute zu einem ganz besonderen Video. Ihr seht, unsere Alyssa ist schon ready, weil heute gibt es die erste Folge von Disney Dreamlight Valley's Next Top Model. Mit unserer Alyssa natürlich als Co-Moderatorin. Alyssa ist heute in der Rolle von Heidi Klum. Wir sind gerade auch wieder live auf Twitch. Also wenn euch diese Videos gefallen, freue ich mich natürlich sehr über ein Abonnement und ein Däumchen. Und ich hätte gesagt, wir judgen jetzt einfach mal. Wir schauen mal, wie das überhaupt geht. Ich habe keine Ahnung. Aber ich habe gesehen, es ist freigeschalten. Also, nochmal von vorne. Wir gehen auf Events. Wir gehen auf die Dream Snaps. Und dort gibt es jetzt die... Oh, es gibt jetzt eine neue Herausforderung. Der widmen wir uns dann aber gesondert. Meeresblick, Herausforderung des Dekors. Okay. Und es gibt natürlich jetzt die Abstimmungen zum Dreamlight Ball. Dafür habe ich auch bereits ein Video auf meinem YouTube-Channel hochgeladen, wie wir dieses Fotoshooting gestaltet haben. Schaut das sehr, sehr gerne auch vorbei. Gut, wir klicken jetzt einfach drauf, stimme für dein Lieblingsbild ab und gewinne Mondsteine. Jetzt abstimmen. Schauen nochmal, ansonsten versuche ich es mal. Ah, jetzt geht's. Ah, schaut. Okay, also ich glaube, da ist jetzt einfach die Server sind ein bisschen überfordert. Okay, das heißt, wir bekommen immer zwei Bilder und wir können abstimmen. Oh, wisst ihr, was wir machen, Chat? Wisst ihr, was wir machen? Wenn wir doch schon live sind, dann dürft ihr auch gleich ein bisschen arbeiten, ha? Ihr dürft mit abstimmen, Chat. Was haltet ihr davon? Gut, die Umfrage ist raus, ihr Süßlis. Stimmt gerne ab, welches euch besser gefällt. Kategorie ist A Dreamlight Ball. Oh, und da kommen auch schon die ersten Stimmen hier rein. Momentan sind 3 Stimmen für rechts, 1 für links. Ich persönlich wäre in dem Fall jetzt auch für rechts. Aber ich glaube, kann das sein, dass das auf einer Nintendo Switch ist? Weil die Grafik schaut irgendwie nicht so gut aus. Oder vielleicht tun die das allgemein runterregeln. I don't know. Was kann ich hier machen? Ah, schaut mal, wir können uns das sogar in groß anschauen. Okay, und es zählt das ganze Format. Oh, was ist jetzt passiert? Ha! 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 Nein, Chat, ich habe aus Versehen... Oh mein Gott, es tut mir so leid. Ich dachte, wenn ich es anklicke, dann mache ich es groß. Dabei habe ich jetzt aus Versehen abgestimmt. Es tut mir so leid. Oh mein Gott. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung, 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 Entschuldigung. Hm. Oh, 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 oh. Links sieht man ja gar kein Outfit. Also, Achtung, nicht da drauf drücken, weil das stimmt ihr automatisch ab. Das tut mir jetzt echt leid, Leute. Sondern nur mit der Maus drüber fahren und dann hier. Dann ist das groß. Okay. Also links, man sieht halt wirklich kein Outfit. I'm so sorry, girl. Aber an sich... I like the combination, aber man sieht halt nicht wirklich das Outfit, deshalb würde ich hier diese Stimme geben. Dreamlight Ball. Ballmäßig finde ich jetzt hier beide Outfits eigentlich nicht, aber ich würde fast dieser Person das Voting geben. Weil da einfach das Setting passt. Ich konnte nur einmal abstimmen. Wieso bekommst du so viele? Das kommt automatisch. Ah, schau mal. Im Moment gibt es nichts zum Abstimmen. Bitte komm spät wieder. Ich glaube einfach, dass die Server überfordert sind. Ich glaube, die Server sind einfach überfordert, Leute.
Einfach noch einmal draufdrücken und geht schon weiter. Ah, okay, schaut mal, wenn ich das nur als kleines poste, okay, dann wird das klein angezeigt. Ich verstehe. Ich verstehe. Alrighty. Wo ist meine Browserquelle? Hier. Neue Abstimmung. Welches Bild? So, jetzt lasse ich euch abstimmen. Links oder rechts? Alrighty, die Mehrheit ist für rechts, ich nehme rechts. Oh, schaut mal, die hat das sehr ähnlich gemacht wie ich. Die hat das ja ähnlich gemacht wie ich. Wo ist meine Browserquelle? Neue Abstimmung. Das, also von hinten, auf die Idee bin ich ja noch gar nicht gekommen. Schaut mal, da sieht man wieder neue Sachen. Aber sie hat das ein bisschen ähnlich wie ich, weil sie halt das auch so Cinderella inspiriert gemacht hat. Wobei ich das auch nicht schlecht finde. Ich glaube, es macht halt auch vieles aus, neben welchem Bild deines ist. Macht sicher extrem viel aus. Okay, wir sind auf 25 von 50 Stimmen, die wir abgeben müssen, um die Mondsteine zu kassieren. Aber ich finde, das macht ehrlich gesagt ein bisschen Spaß. Ich glaube halt, dass jetzt, dadurch, dass es jetzt ganz frisch ist zum Abstimmen und das erste Mal abgestimmt werden kann, dass jetzt einfach die Server auch überladen sind. Oh, wie hat sie das gemacht, dass dieser Nebel da außen rum ist? Aber er ist auch süß. Ich finde ihn auch. Oh mein Gott, sie schaut wunderschön aus. Oh, schaut sie euch an. Sehr, sehr hübsch. Das, finde ich, ist jetzt schwierig, weil ich finde ihn halt auch sehr süß. Und bisher habe ich noch keine männlichen Charaktere gesehen. Okay, es ist Gleichstand, dann entscheide ich mich für diese süße Lady. Okay, es hat uns wieder rausgeschmissen. Ich glaube, das wird dann aber künftig besser. Das ist jetzt einfach, weil die Server überladen sind. Ich bin ja gespannt, ob ich dann sehe, wie viele Leute für mein Foto abgestimmt haben. Das wird mich noch interessieren dann. Zwei Stimmen sind für rechts. Rechts gefällt mir auch besser. Ich liebe halt dieses Kleid. Drei Stimmen, vier Stimmen. Oh wow. Okay. Rechts it is. Okay, ich habe jetzt 50 von 50. Das steht auch schon eingefordert. Da gucken wir gleich. Oh, ein Schwarz-Weiß. Auch interessant. Sehr rebellisch vor dem Schädelfelsen. Und sie hat sich halt alle dazu geholt. Ich muss ehrlicherweise gestehen, ich gebe jetzt ihr die Stimme, weil Schwarz-Weiß ist wieder. Oh, schau, sie hat sich in die Minen gestellt. Auch originell. Oh, süß! Süß! Schaut mal! Sie hat sich so positioniert, dass sie sich so anschauen. Und sie hat so wie eine Tanzfläche gemacht und ein Buffet hinten. Sehr süß. Sehr, sehr süß. Okay, wir schauen jetzt mal, wo wir jetzt diese Mondsteine hier erhalten. So, Judge Alyssa on the way to her house. Die Judgmental Alyssa. Haben wir etwas in unserem Postcastle? Gucken wir mal. Aha, da ist nichts. Wann kriege ich die? Wie kriege ich die? Wo sind meine Mondsteine? Ich habe abgestimmt. Da steht eingefordert.
Ich habe jetzt 515. Ich weiß jetzt nicht, ob ich vorher weniger hatte. Das weiß ich nicht. Hat das jemand von euch gesehen, Chat? Wow, jetzt abstimmen. Vielleicht muss ich noch eine Stimme abgeben. Schauen wir mal. Ich stimme jetzt mal bei ihr einfach ab. So, ich gebe jetzt einfach noch ein paar Stimmen. Ich glaube, du hattest 500, aber dann wären es jetzt nur 515. Wir kriegen ja 50 Mondsteine. Oh, das schaut auch sehr hübsch aus. Das schaut auch sehr hübsch aus. Jetzt weiß ich nicht, also irgendwie hätte ich es halt jetzt besser gefunden, wenn das einfach offiziell auch aufploppt, dass ich jetzt da die Mondsteine bekommen habe. Weil im Postcastle habe ich nichts. Aha, okay, also ich glaube auch, dass die Server gerade ein bisschen überfordert sind. Könnte vielleicht auch sein, dass wir das erst später erhalten. Ich glaube, da gibt es jetzt einfach ein paar Troubles. Wir haben aber auf jeden Fall unsere 50 Stimmen abgegeben. Schreibt mir auch sehr, sehr gerne in die Kommentare, ob euch diese Videos gefallen. Und falls ja, freue ich mich wie immer sehr über ein Abo und ein Däumchen nach oben, wenn wir uns in einem meiner anderen Videos wiedersehen.